Giesingen hat in der vergangenen Saison locker den Klassenerhalt geschafft. Am Schluss war es dann wirklich eine klare Sache. Einer der beiden Trainer ist da, Cesare D'Agostino. Und da werden manche sagen, Mensch, Cesare D'Agostino, VfL Kirchheim, ja genau. Damals in der Regionalliga, in der einzigen Regionalliga-Saison historisch, hat er damals für den VfL Kirchheim gespielt. Jetzt ist er Trainer beim TSV Giesingen. Genau. Beim Techboden-Pokal ist es wichtig für euch auch ein bisschen in Groove zu kommen, wie man so schön sagt? Ja, es ist halt schon, hat schon eine gewisse Flair, auch als Trainer da zu agieren, dieses Jahr für die Gastgeber zu sein, eigentlich beim Turnier. Und das ist eine Freude für Ferdi und für uns dann halt, dass wir hier als Trainer in Giesingen sein dürfen und hier als Gastgeber eigentlich sein können. Ja, und der Cesare und andere, viele, viele andere Fußballer sind natürlich auch im Einsatz. Ihr habt ja auch ganz normale Schichten, ne? Ja, ganz klar, natürlich. Nur so geht es weiter bei eigentlich Turniere. Ohne Hilfe von jeder andere und die Spieler, das machen sie also, muss ich ganz ehrlich sagen, rigorös auch richtig. Die sind in den Schichten eingeteilt und finde ich große Klasse, was die jetzt gerade machen und leisten. Ja, und der TSV Giesingen steht vor der neuen Saison. Das geht ja schon übernächste Woche mit dem Bezirkspokal dann auch los und so weiter. Ja, wo steht ihr denn? Hat es bei euch eine große Fluktuation gegeben? Nicht alle schauen natürlich auf den Transfermarkt. Wie sieht es bei euch aus? Wir haben uns auf jeden Fall verstärkt. Wir haben ein paar gute Spieler zu uns erziehen können. Das war ganz wichtig, im Gegensatz zum letztes Jahr, dass wir halt an Richtung Ende der Saison ziemlich wenig auch waren und mit wenig Leute trainieren konnten. Und dieses Jahr sieht eigentlich die Sache ganz anders aus. Wir sind über 24, 26 Mal im Training. Okay. Schön, dass wir da mal ein 11 gegen 11 Mal Abschlusskick machen können. Wir haben auch sehr viele junge Spieler in der Mannschaft, ganz ehrlich. Und auch heute zum Beispiel der Alex gespielt, der ist 18, gerade vor ein paar Monate ist er 18 geworden. Also wir geben auf jeden Fall Input an den ganzen jungen Spieler, wo auch von der A-Jugend rausgekommen sind. Oder die, wo gekommen sind, auch mit 18, 19, denke ich mal, vielleicht kennen die uns nicht so als spielerisch her, aber als Name definitiv, Ferdi und ich. Und dann halt gucken wir, dass wir da die ein bisschen die Richtung mal geben können. Aber die machen das ganz gut und wir hoffen, dass den Weg so weiter bleibt. Ja, sagt Cesare D'Agostino, Trainer des TSV Giesingen. Cesare, vielen Dank. Danke dir.